stell dich kurz vor. Wie heißt du? Woher kommst du? Wo voltigierst du? Und wie lange voltigierst du schon? Also ich bin die Samira aus der Schweiz. Ich voltigiere schon seit ungefähr 9 Jahren jetzt. Ich voltigiere im Verein Momirei. Das ist so ein zweisprachiges Team. Was war noch die Frage? Wie lange du voltigierst, genau. Wie alt du bist? Ich bin 17 und werde dieses Jahr 18. Das ist mein letztes Juniorenjahr. Und wie bist du zum Voltigieren gekommen? Also hast du davor geturnt? Ja, genau. Also ich habe 10 Jahre lang Akrobatik geturnt und bin nebenbei auch noch geritten. Und das war dann so eine perfekte so eine Kombi, Mischung. Ne? Und ich kam dann eigentlich durch eine gute Freundin von mir, die auch geturnt hat, kam ich zu dem. Okay, cool. Welche 3 Wörter beschreiben dich am besten? Ehrgeizig, hilfsbereit und motiviert. Was war dein lustigstes Erlebnis im Voltigieren? Als ich mal auf meinem ersten Turnier gestartet bin, sind wir eingelaufen, ich war die Kleinste und dann war ich wahrscheinlich 2 Schritte im Zirkel drin und dann hat es mich einfach komplett hingehauen. Nein. Und ja, dann musste ich dann wieder hinterher rennen und das ist immer so etwas, was mir bleibt. Ja. Und dein schönstes Erlebnis im Voltigieren? Ich glaube, letztes Jahr die Bronzemedaille auf der WM. Wie läuft es derzeit im Training bei dir? Eigentlich sehr gut. Ich komme gut voran und freue mich, wenn dann die Saison beginnt. Ja, doch. Das heißt, derzeit trainierst du auch mit im Team? Ja, genau. Ich trainiere im Team und einzeln. Wie oft trainierst du da? 4-mal am Pferd und dann einfach halt, wie es gerade passt, auch mit der Arbeit halt, entweder zu Hause oder am Movie. Ja. Okay. Was ist deine Lieblingsübung? Ich denke, also so kühlmäßig, so Sprünge und Abgänge, die ich eigentlich gerne turne. Und Biermann, das ist eigentlich so eine Lieblingsübung von mir. Und deine Hassübung? Das ist eine gute Frage. Also so richtig Hassübung gibt es nicht, aber was halt immer so am meisten anstrengend ist, ist die Fahne. Okay, ja, Pflicht. Was sind deine Ziele für diese Saison? Wenn es möglich ist, also ich werde natürlich alles geben, mich wieder fürs Championat zu qualifizieren und dass ich da eigentlich wieder alles geben kann und meine Bestleistung herausholen kann. Und langfristig gesehen dann nächstes Jahr im Seniorbereich? Ich glaube, ich lasse das einfach so ein bisschen auf mich zukommen und schaue dann, wo ich stehe und wie ich da weitermachen kann. Aber ich bin positiv eingestellt. Okay. Was ist das Kürthema für diese Saison? Also ich hatte ja letztes Jahr Space Girl als Thema, also so ein bisschen Weltraum und das alles. Und jetzt probiere ich das einfach so ein bisschen weiterzuführen. So im Sinne von, was wäre, wenn dann die ganze Galaxie, wenn es die nicht mehr geben würde und wenn die halt, wenn die Welt und das Universum zerstört wird. So ein bisschen das. Ja. Zeigst du das hier auch schon in Leipzig dann? Nein, ich turne da noch meine alte Kür mit meiner alten Musik, aber ich habe meinen Anzug schon ein bisschen umgestaltet. Okay. Eigentlich der schon für nächstes Jahr. Genau. Was ist immer in deiner Trainingstasche mit dabei? Ich weiß nicht, ob man das auf Hochdeutsch gleich sagt, aber es ist Traubenzucker. Ja. Ja. Das habe ich immer dabei, auch am Wettkampf. Ja. Dann noch zu Leipzig. Wie lief es gestern bei dir? Warst du zufrieden? Also ich habe mich sehr gefreut einzulaufen und dass ich hier starten darf, aber leider ist mein Pferd, hat sich nicht sehr wohl gefühlt im Zirkel und ist eigentlich nur gerannt und ich konnte nicht wirklich was turnen. Aber ja, heute ist auch noch ein Tag und wir schauen weiter und wenn er sich nicht wohl gefühlt hat, kann er auch nichts für, wenn er irgendwas gesehen hat oder sich erschreckt hat. Ja. Ja, das passt schon. Also konntest du jetzt nicht genau sagen, woran es lag? Also es hatten ja einige Probleme mit den Pferden. Ja, ich habe das gehört, genau. Aber ich glaube einfach, weil er halt auch noch relativ jung ist eigentlich. Und das war halt das erste Mal, dass er eingelaufen ist. Okay, und da war er halt noch nie. Ja. Und ich glaube, das hat so ein bisschen an dem gelegen, dass er halt das erste Mal hier war. Ja. Aber wie gefällt es dir sonst so hier? Es ist sehr cool. Ich finde, es ist eigentlich das erste Mal, wo ich so auf einer Messe starten darf. Und es gefällt mir sehr. Sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön.